persönlich fahre auch gern roughe, raue Sachen so. Das, ich kann nicht so gut glatten Boden fahren. Das ist so ein bisschen Heimatgefühl, wenn ich merke, okay, der Boden ist rau, und dann ist das irgendwie immer schon ein ganz gutes Gefühl. Ein Hunsrück-Skater halt. Für mich ist das Straßenkunst, so Skaten. Und Skateboarden hat mich damals fasziniert, weil das so abgewichen ist von der Norm, ja? Also die Leute, die da waren, die waren so anders. Also wir hatten jetzt echt voll den Boom. Wir hatten auf einmal so eine Szene, und das hatte damals angefangen mit, wir waren drei Leute, wir haben halt angefangen, ein Video zu filmen, und der nächste kam dazu, der nächste kam dazu, der nächste kam dazu, auf einmal waren wir halt 30 Leute so. Und ich finde, ich war in Berlin auf Natur zum Skaten, die Spots. Ich war in Luxemburg, waren wir Streetskaten. In München waren wir Streetskaten. Und ich finde, der Hunsrück kann mithalten, was das angeht. Der ist anders, die Spots sind anders, aber der kann mithalten. Also aktuell arbeite ich bei der Behrens GbR in Rheinböllen. Das ist ein Jugendhilfeträger. Hauptsächlich ist es tatsächlich so, dass ich viel mit denen skaten gehe, viel mit denen unternehme. Ich glaube, das ist halt beim Skaten einfach auch die Tatsache, dass du da viel über dich lernst. So, ja? Und du musst dich mit deinen Ängsten auseinandersetzen, du lernst aufstehen, was das Wichtigste ist. Fall hin, danach stehe ich auf und versuch's nochmal. Und das ist der Gedanke, der auch die Kinder irgendwo ein bisschen pusht. Diesen Erfolg, diese Auseinandersetzung mit sich selber, das fördert so viele Kompetenzen. Selbstkompetenz, was kann ich, was ist Angst, was macht Angst mit mir, wie gehe ich damit um? Und das ist, Skaten ist da einfach Therapie. In Rheinböllen starten wir quasi jetzt ein Projekt. Der Park wird halt privat laufen, der Skatepark, der öffentlich war und wo jetzt alles kaputt war. Und wir können da halt selber bauen mit den Jugendlichen. Ja, also wir bauen die Rampen, wir bemalen die Rampen. Das Projekt kann einfach so geil werden. Das kann genau das sein, was wir jetzt gerade brauchen, so für junge Menschen hier im Hunsrück, um hier anzukommen, um hier zu sein, auch junge Familien. Wenn mir das jetzt jemand vor 4 Jahren gesagt hätte, dass ich hier ein Haus kaufe, einen Hund hab, eine Frau, dann hätte ich gesagt, ja, ist klar. Es ist hier total still, chillig. Viele Leute mieten hier ein Haus, um hier Urlaub zu machen. Wir wohnen halt hier so. Wir haben hier einen See um die Ecke, Wald ringsrum. Es ist irgendwie so ein bisschen mellow, aber das ist echt ein cooler Lifestyle. Total spießig und voll geil. Voll, also total. Ich bin Hunsrücker, durch und durch so. Ich habe mich oft eher davon distanziert und gedacht, so, boah, ist gar nicht so cool. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin schon ein Landei und ich bin Hunsrücker. Aber ich finde das auch genau das gut. Und so will ich auch bleiben. Ich muss nicht anders sein. Ich muss nicht New York Street Skating sein oder so. Ich finde auch keinen Sport so cool wie den Bordstein in Eppschied. Das ist einfach so. Ich werde Papa, auf jeden Fall. Aktuell sind so die Tendenzen, man ist ja immer so ein bisschen am Schätzen. So, aktuell geht es in Richtung Mädchen, mal schauen, was rauskommt. Wir werden sehen, ist aber auch völlig egal. Also egal, ob Mädchen oder Junge, wird ein Skater.